Jetzt sind wir in unserer Wohngruppe und die würde ich euch einfach mal kurz zeigen. Kommt mit! Das hier ist unser Gruppenraum und auf den Sofas hier sitzen wir abends zusammen und gucken Fernsehen oder Filme und spielen auf unseren Xboxen, PlayStation oder Wii zusammen. Hier haben wir noch einen Balkon und haben praktisch eine ganze Sicht über unsere kompletten Freizeitanlagen. An dem Tisch hier machen wir zusammen nachmittags Hausaufgaben oder spielen zusammen Spiele. Und das ist noch unsere Küche. Hier haben wir eine Küchenzeile und in dem Kühlschrank hat jeder von uns ein eigenes Kühlschrankfach. Hier sind dann unsere Toiletten und da drüben ist unser Bad. Jetzt zeige ich euch mein Zimmer. Also in unseren Zimmern ist es so, die sind grundeingerichtet, für jeden gleich und dann können wir aber unsere Zimmer alle selber gestalten und den allen unseren persönlichen Touch verleihen. Ich habe zum Beispiel ein besonderes Zimmer, weil ich habe zusätzlich noch einen Balkon. Hi Clara! Hallo! Das ist das Zimmer von meiner Freundin Clara und sie hat zum Beispiel ein größeres Zimmer, weil sie keinen Balkon hat. Jetzt gehen wir zusammen runter und ich zeige euch kurz unser Erzieherzimmer. Hier ist das Erzieherzimmer und hier sitzen unsere Erzieher immer zusammen und hier ist eigentlich immer unsere Ansprechstelle. Jetzt würde ich euch gerne noch unsere Studierzeit zeigen. Hier sind wir jetzt in unserer Studierzeit und ich zeige euch jetzt einfach noch einen Raum. Kommt mit! Hier machen wir alle zusammen unsere Hausaufgaben. Und wenn wir lernen wollen, haben wir immer die Erzieher dabei, die uns helfen.